Das ist Ihre erste Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne. Die Anträge, es wurde gesagt, von Linken und Grünen sind nicht neu. Und so bleibt es auch bei unserer Antwort. Wir lehnen die Anhebung des Mindestalters bei der Bundeswehr auf 18 Jahre ab. Sie argumentieren, liebe Fraktion der Linken, vor allen Dingen mit den brutalen Vorkommnissen und Erfahrungen aus der Horrorwelt von Krieg und Gewalt. Und diese gibt es, das ist richtig, geschildert auch dieser Tage wieder. Schicksale von Heranwachsenden, die verschleppt und zum Kriegsdienst gezwungen wurden, als Kindersoldaten. Es sind furchtbare Schicksale von Hunderttausenden von Kindern und Jugendlichen, die wir tatsächlich bekämpfen müssen. Und die Bundesrepublik engagiert sich hier auch vollkommen zu Recht. Doch was hat dies mit jungen Rekruten in der Bundeswehr zu tun? Ich sage Ihnen rein gar nichts. In Deutschland wird kein Kind und kein Jugendlicher in den Militärdienst verschleppt. Er oder sie ist mindestens 17 Jahre alt und wird vor der freiwillig zu bekundenen Teilnahme intensiv beraten, ja, intensiv beraten und vorbereitet, auf physische wie mentale Tauglichkeit getestet. Vor allem die Eltern müssen dem Dienst in der Bundeswehr zustimmen, und als Familienpolitikerin kann ich Ihnen sagen, ist mir dies besonders wichtig. Eltern nämlich kennen ihr Kind, sie können auch in diesem Alter noch zu, aber auch abraten, und da bin ich mir sicher, sie nehmen diese Verantwortung auch sehr ernst. Und wenn Sie zustimmen, auch dann darf dieser junge Mensch bis zur Volljährigkeit keinen bewaffneten Dienst ausüben oder gar in einen Auslandseinsatz geschickt werden. Und er kann in der Probezeit jeden Tag sofort quittieren. Deshalb ist die in Ihren Antrag eingearbeitete Beschreibung von Zuständen, in denen Kinder und Jugendliche, und ich zitiere, gewaltbasierte Handlungsstrategien bis hin zum Töten anderer Menschen erlernen und eigene Gewalterfahrungen machen, Zitat Ende, suggestiv, irreal und absolut nicht angebracht. Denn davon erleben 17-Jährige im Dienst der Bundeswehr nichts. Auch die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, die Sie ins Feld führen, besagen nichts. Menschen unter 20 hätten noch kein voll ausgebildetes Hirn und seien deshalb nicht in der Lage, dramatische Erfahrungen zu verarbeiten. Das Schöne ist, unsere jungen Rekruten wachsen nicht in Kriegsgebieten auf, und sie kommen auch nicht dorthin, solange sie minderjährig sind. Liebe Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, selbst Ihr Antragsargument kann nicht verfangen. Unser Engagement gegen die Beteiligung von Kindern, also von bis zu 14-Jährigen, an bewaffneten Konflikten, so sagen Sie, wäre nur dann glaubwürdig, wenn wir die Rekrutierung von Minderjährigen in unserem Land gesetzlich verböten. Aber was hat das mit der Ausbildung von 17-Jährigen unter den beschriebenen vorbildlichen Bedingungen, unter großartigem Jugendschutz und besonderer Fürsorge in der Bundeswehr zu tun? Noch einmal, rein gar nichts. Also kann dieser Tatbestand, wie wir hier damit umgehen, auch unserer Arbeit in den Gremien der UN und anderswo gar nicht im Wege sein. Deshalb sind, auch wenn Sie von Glaubwürdigkeit sprechen, und ich will Sie natürlich auch nicht absprechen in der Absicht, Ihre Anträge eben nicht so glaubwürdig. Sie rücken die dramatische Lage in anderen Weltgegenden bewusst in die Nähe der so ganz anderen Realität an hiesigen Ausbildungsorten. Vielleicht ist es aber auch so, dass es dem einen oder anderen einfach nicht gefällt, dass die Bundeswehr sich aktiv um den Eintritt qualifizierter junger Leute bemüht, die sonst woanders lernen und arbeiten würden. Vielleicht sind Sie in einer einsatzfähigen und personell gut ausgestatteten Bundeswehr auch gar nicht so sehr interessiert. Die Union und weite Teile des Hauses stehen zur Bundeswehr als Parlamentsarmee, überwacht und geführt durch Institutionen unseres demokratischen Rechtsstaats, dem sie Rechenschaft ablegen muss. Es gibt keine Wehrpflicht, sie ist ausgesetzt, und keine Zwangsrekrutierung. Aber es gibt sehr guten Jugendschutz für die kleine Gruppe noch minderjähriger Rekruten. Die Bundeswehr, letzter Satz, darf daher nicht dem Vergleich mit kinderraubenden Bürgerkriegsarmeen ausgesetzt werden. Dieser Vergleich schadet Ihrem Ansehen und schmälert Ihren Auftrag, der unsere Sicherheit ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann. Als nächstes erteile ich das Wort der